Moin Moin, Dr. Kuse hier mit einer schönen Runde. Was ist denn eigentlich für mich eine schöne Runde, wenn ich mit Fahrzeugen lange am Leben bleibe und möglichst viele Abschüsse mache? Und wenn dann auch noch dazu kommt, dass die Runde an sich vom Gefechtsverlauf richtig, richtig spannend ist, also lange Zeit nicht feststeht, wer ist da jetzt der Sieger und vor allem die Leute sich halt komplett sinnlos wegwerfen, dann ist das für mich ein richtiges Sahnestückchen. Und so eine Runde war das hier. Beide Seiten haben sich da echt nichts geschenkt und haben wirklich mit vollem Einsatz gespielt. Und das hat mir wirklich sehr gefallen. Das Ganze ist halt tatsächlich mal eine angenehme Abwechslung von den ganzen Abschlachtrunden oder wir sind nach einmal, zweimal sterben raus, ohne irgendwas bewirkt zu haben. Da ist so eine Runde tatsächlich einfach mal Balsam. Aber auffallend, diese Runde ist entstanden am frühen Nachmittag. Ich habe zum Vergleich mal abends noch versucht, ein paar Runden hinzukriegen. Und ja, was soll ich euch sagen? Da ist dann wieder der übliche Schmarrn, dass die Runden halt nach 5 Minuten oder so vorbei sind oder beziehungsweise halt schon entschieden sind. Hier ist es so gewesen, dass wir tatsächlich über die ganze Zeit gegangen sind. Leider hat mir dann zum Schluss halt auch noch ein bisschen die Zeit gefehlt. Aber das werdet ihr ja noch später sehen. Gleichzeitig soll dieses Video halt auch mal so ein bisschen zeigen, was mit den Franzosen möglich ist, wenn man denn endlich BR-60 erreicht hat. Warum sage ich endlich? Davor ist das halt wirklich eine Qual. Viele Fahrzeuge, die halt irgendwie nicht so richtig gut können. Sie funktionieren zwar irgendwo, aber sind halt immer mit relativ vielen Nachteilen behaftet. Und dementsprechend kann ich da halt komplett Kommentare verstehen von Leuten, wenn die sagen, sie quälen sich da unten. Und ja, dementsprechend möchte ich halt auch mit diesem Video das, so ein bisschen das Licht am Ende des Tunnels zeigen. Zurück zum Rundenverlauf. Zum jetzigen Zeitpunkt war ich weit nach vorne gezogen im Verhältnis zum Rest des Teams und habe alles halt weggeballert, was da irgendwie durch die Stadt wollte, während das eigene Team richtig gut geschalten hat und unseren eigenen Cap verteidigt hat, weil bei uns offensiv einfach nichts mehr nach vorne ging. Wir hatten uns derart abgenutzt, konnten aber defensiv spielen, weil wir einfach von den Punkten geführt hatten. Und die Gegner mussten sozusagen kommen, wenn sie denn diese Runde noch gewinnen wollen. Und haben das Ganze auch recht intelligent gelöst, also bis auf der Tigerfahrer hier, der wieder sinnlos reingefahren ist. Sie sind hinten über die Flanke gekommen und das hätte tatsächlich auch alles klappen können, wenn das Ganze halt nicht so verlaufen wäre. Aber auch mich hat es dann letztendlich erwischt, der Wirbelwind. Ich habe ihn gehört, ich wusste, dass er da ist. Deswegen wollte ich da auch gerade rückwärts in diese Enge fahren, aber er hat seine Chance genutzt und mich rausgeholt. Und was soll ich sagen, die Atombombe war ready, das habe ich erst so ein bisschen verpennt gehabt, dass ich die Punkte dann bereits hatte, weil ich auch vorher zweimal gestorben war. Leider hat aber die Zeit nicht mehr gereicht. 13 Bodenziele hatte ich zerstört, 9 davon mit dem letzten ELC, also mit dem habe ich den Gegnern richtig übel mitgespielt. Im Übrigen sollte da jemand aus der Runde sich wiedererkennen, gerne in den Kommentaren melden. Und das hier war die größte Verarsche überhaupt nach der Runde. Dann dachte ich, oh naja, wenigstens die Mille, aber nicht mal das war mir vergönnt. Ich will da jetzt gar keine Worte mehr groß verlieren, die Zahlen sprechen für sich. Wenn euch mein Content gefällt, lasst doch ein Like und ein Follow da, das hilft mir wahnsinnig weiter und ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage ciao ciao, bis demnächst.